Samsung Galaxy A11 oder Galaxy A10s, das fragen sich viele von euch. In diesem Video treten beide Smartphones gegeneinander an. Ich beschränke mich auf die Daten der Geräte und vergleiche die Unterschiede in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos bekommt ihr ein Gesamtergebnis. In der Beschreibung unten habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Geräten verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Design. In der Kategorie Design ist das Galaxy A10s mit 39 zu 38 Punkten haarscharf vorne. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen. 9 Gramm leichter, 0,2 mm dünner, 0,5 mm schmaler, 4,5 mm kürzer und 5,8% geringeres Volumen. Bildschirm. In der Kategorie Bildschirm ist das Galaxy A10s mit 30 zu 20 Punkten eindeutig vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus. 1,1% höhere Pixeldichte und besitzt ein IPS-Panel. Das Galaxy A11 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. 2,6% höhere Auflösung und 3,2% größere Bildschirmgröße. Leistung. Im Bereich Leistung sind beide Handys ebenbürtig mit 77 Punkten. Bei folgenden Eigenschaften ist das Galaxy A11 besser: 1 GB mehr Arbeitsspeicher, eine neuere Version von DirectX und 0,8 neuere Version von OpenCL. Das Galaxy A10s ist in folgenden Merkmalen besser: 9,7% schnellerer Prozessortakt, 2 Nanometer kleinere Halbleitergröße, 667 MHz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit, nutzt Big Little Technologie, 448 GB mehr externer Speicher unterstützt, 14,3 GB pro Sekunde größere Arbeitsspeicherbandbreite, 0,1 neuere Version von OpenGL-S, 1 Speicherkanäle mehr und eine Unterstützung für neuere DDR-Arbeitsspeicherversion. Kameras. Im Bereich Kameras ist das Galaxy A10s mit 41 zu 38 Punkten knapp vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor, BSI, und hat einen CMOS-Sensor. Das Galaxy A11 kann auch punkten und hat folgende Vorteile: 33% mehr Megapixel der Hauptkamera und es bietet eine manuelle Einstellung des Weißabgleichs. Audio. Beim Punkt Audio sind beide Handys ebenbürtig mit 62 Punkten. Es gibt hier keine grundlegend abweichenden Spezifikationen. Akku. Bei der Kategorie Akku gewinnt das Galaxy A11 eindeutig mit 64 zu 49 Punkten. Es glänzt hier mit folgendem Vorteil: unterstützt schnelles Laden. Eigenschaften. Beim Punkt Eigenschaften gewinnt das Galaxy A11 haarscharf mit 69 zu 68 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: unterstützt zwei SIM-Karten und hat Typ-C USB-Anschluss. Das Galaxy A10s kann auch punkten mit folgendem Vorteil: benutzt eine 3D-Gesichtserkennung. Ergebnis. In der Gesamtwertung schlägt das Samsung Galaxy A10s das Samsung Galaxy A11 mit 47 zu 43 Punkten knapp. In der Beschreibung unter dem Video findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Smartphones. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Spezifikationen gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen hoch. Falls euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen haben sollte, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen auch gerne wissen, für welches Produkt ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.